Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem Let's Play von War of the Walkers nach einem ja mehrfach missglückten Start in Ravenhearst und etwas komplexeren Mod. Begebe ich mich hier in War of the Walkers in einen etwas leichteren Part und ich hoffe, dass ich... Mahlzeit! Ach, Kaiser. Sie sind's. Hat er mich da auf einer einsamen Insel ausgesetzt? Jetzt stehen wir hier irgendwo in der Pampa. Mann. In Raft. Hallo. Und hier ist ein Bart gewachsen, du hast ein Iro. Ja. Schön, dich zu sehen, Herr Kaiser. Ja, Dito, danke. Das ist ja das. Lass uns mal direkt befreunden hier. Dann machen wir mal hier. Be a friend. Handshake. So. Party. Und alles Party. Das ist ja hübsch gemacht. Ja. Wir sind War of the Walkers. Mhm. Ja, ich hab, Ravenhearst war ja, habt ihr mitgekriegt, habe ich ja erklärt in der letzten Folge und jetzt geht's weiter in War of the Walkers. Auch schon dreimal aufgenommen insgesamt. Ne, zweimal schon, das ist das dritte Mal, weil, nicht zufrieden, dann, Vibe und jetzt hoffe ich, dass es ein bisschen länger geht. Wir haben ein bisschen gequatscht und der Spielekaiser hatte auch mal Bock wieder aufzunehmen und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal so ein, zwei, drei Folgen auf. Das heißt nicht, dass wir das dauerhaft gemeinsam machen werden. Es kann auch sein, dass der Spielekaiser mal nicht dabei ist. Genau. Wir machen eine andere Mod probieren oder keine Ahnung. So, alles möglich. Genau, nach Lust und Laune, richtig. Genau. Schön. Wir starten mal in War of the Walkers und laufen erstmal Richtung Nordosten, denn wir müssen hier unbedingt aus dem verbrannten Gebiet raus. Gerne, gerne. Wir können auch erst die Startquest machen, oder? Da steht da oben Place Starter Dingsbums. Genau. Setzen wir mal die Kiste auf den Boden. Ich habe seit, hab ich vorhin schon gesagt, 4 Monaten keinen 7 Days mehr gespielt. 5 Monate fast. Das ist doch cool. Wir müssen reinkommen. Jetzt müssen wir Blend Fibers. Gatter. Gatter it, baby. Ja, ich freue mich unheimlich, dass wir mal wieder zusammenzocken. Wir haben ja mal ganz kurz Minecraft zusammengespielt. Genau. Und euer Album ist soweit fertig, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist fertig, ja. Heute das und Go gegeben kommt für... Kommt wann raus? Das Booklet. Am 11.10. ist Release. Zum Freitag. 10. ist Release. Freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ihr da reinhören könntet, also ich habe gehört, es soll sehr, sehr gut sein. Live, was die Technik alles möglich macht, ne? Ja. Ja, ja. Nee, du warst ja bei der Pre-Listening-Party. Genau, richtig, ja. Nee, also wirklich, wird saugeil werden. Bin ich mir 100% sicher. Also da sind mindestens mal 2, 3 Lieder drauf, die ihr auch feiern werdet, wenn ihr ein bisschen auf Stromgitarre steht. Und wenn sich jetzt denkt, hä, Spielekaiser, war Musik? Spielekaiser hat ein Album produziert in den letzten Monaten und das war auch mit der Grund, warum er so lange nicht hier war. So, ich habe meine Bedroll geplaced. Bin ich dabei? Hast du auch schon eine gecraftet? Nee, ich klopp die ganze Zeit hier Gräser. So, ich crafte das Ding jetzt gerade mal. Ich habe jetzt meine hier mal hingesetzt, falls wir hier sterben sollten, dass wir wieder zusammenkommen. Mhm. Ja, war eine spannende Sache. Heute hat das Booklet weggeschickt, das Ding geht jetzt ins Presswerk und dann haben wir das Ding. Ja, ich muss dazu sagen, mein Schlagzeuger trifft am 24.08. Jetzt hat er Meeting Greet mit Metallica und da würde er gerne die CD mitnehmen und ne? Ja, mal vorspielen gespannt, und sagen, hey, guck mal. Ja, von dir andrücken, so hier, nimm mal. Nimm mal, keine Ahnung. Macht bestimmt kaum eine Band, wenn sie Metallica drauf haben. Kaum, ne. Aber Lars Ulrich, also der Schlagzeuger, soll sich die Sachen wohl anhören, hat man gehört, ja. Wäre cool. Also nicht alles wahrscheinlich, aber... Ich habe jetzt meine Bedroll hingesetzt und das, dann geht's, wenn sobald du diese Bedroll setzt, dreht das Spiel durch und gibt dir ein Quest nach dem anderen. Also es ist kein Soundbug in War of the Walkers, sondern es ist einfach die... Ach ja, okay. Automatismus. Ein Automatismus, genau. Es ist halt so, War of the Walkers ist so angelegt, dass du praktisch diese ganzen Startdinger überspringst. Also ich würde mir mal so eigenhändig mal eine... wobei die Kamera aufschlagen, da kriegen wir Material... Wenn wir unsere Startquest-Kiste aufboxen, kriegen wir eine Menge Material so als. Okay, was machen wir mit der Kiste jetzt? Kaputt machen. Okay. Genau. Und dann looten. Kaputt. Und dann kriegen wir ein bisschen Holz und Stein und können uns zum Beispiel eine Stone Axe machen. Das ist hier ein bisschen anders. Es gibt Stone Axe, Stone Hammer, Stone Pickaxe, Stone Shovel. Das sind praktisch die Startwerkzeuge. Okay. Und die Axt ist zum Beispiel wirklich nur zum Axten. Normalerweise in der Vanilla ist es ja so, dass du auch damit aufwertest. Und hier brauchst du halt diesen Hammer, um aufzuwerten. Ah, okay. Ich hatte War of the Walkers ja auch schon mal gezockt, aber... Ist schon ein bisschen her, ja. Genau. Das hat sich einiges getan. Ich mache mir jetzt einfach mal die 4 Grundwerkzeuge und lege meine Bandagen. So, Stone Axe. Hinzu kommt noch eine Starter-Quest. Da steht gerade unten Quest Located Trader. Die sollte man uns aber aufheben. Ja.
Und vielleicht sollten wir uns direkt noch eine zweite Bedroll machen, dass wir unterwegs, wenn jetzt irgendwie Hunde kommen oder sowas, die schnell hinsetzen können. Sinn macht das, ja. Stone Shovel. Genau. Guck mal. Ja, ansonsten ist War of the Walkers so einzuordnen Richtung Vanilla. Vanilla mit Mods und eigenen Werkbänken. Ja. Also ich finde es ganz gut, weil Ravenhearst ist zum Beispiel mega komplex und für ein Let's Play eigentlich auch nicht so geeignet. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Den Klassen und dann hochleveln. Genau, und hier ist halt so, dass du verschiedene oder hunderte von Quests kriegst am Anfang. Ja, 100 ist Quatsch, aber sag mal, 10, 15 Quests kriegst. Mhm. Da kannst du noch nicht alles von machen, aber du kannst trotzdem alles so ein bisschen machen und dann kriegst du praktisch irgendwelche Einzelrezepte und die kannst du zu einem Buch zusammenfügen, so habe ich es gehört. Naja. Okay. Wir lassen die Schlafsäcke liegen und würde sagen, machen wir uns auf den Weg Richtung Norden. Mhm. Achso, vielleicht noch ein Bogen wäre vielleicht eine ziemlich geile Sache, oder? Wooden Bow. So als Flügeleinlage. Achso, ansonsten ist es auch so, dass wir jetzt schon Skillpunkte haben. Also wir können jetzt schon. Ui. Wir können jetzt praktisch. Und Pfeile können wir uns machen. Wir haben Skillpunkte, 5 Skillpunkte. Ah, krass. Und da kann ich dir empfehlen, auf dem Symbol mit dem Bizeps. Sag mal den Namen. Skillpunkte? Also ja, wie heißt der? Mit der Strength, also die obere Kategorie. Da ist ja dieses. Ach ja. Was sieht es da? Bizeps. T-Rex? Genau, da würde ich einen Punkt drauf geben. Ja, dann einen Sinn. Punkt auf Pack Mule, das erweitert das Inventar. Mhm. Dann würde ich empfehlen den Healing Faktor. Das ist auf der Seite mit dem Herz und dem. Ja. Dings, da gibt es ganz unten das drittvorletzte ist Healing Faktor, das lässt sich auf Dauer so ein bisschen heilen. Ah ja, okay, das macht Sinn. Huntsman war mal cool, ne? Dann gibt es noch Kochen. Ah, genau, auf dem Kopfsymbol mit dem Hirnsturz. Gibt es den Master Chief ganz unten, das lässt die Grundrezepte zum Kochen übrig. Warte mal, da ja, Master Chief. Ja, okay. Wenn einer kochen kann, reicht das, glaube ich, ne? Ja. Also ich würde jetzt noch, kriegen schnell noch. Ich gebe jetzt noch, genau, wir kriegen schnell Punkte. Ich würde jetzt noch einen auf Stärke geben, also ganz nochmal bei den Bizeps ganz oben. Ja, ich habe Archery einen auf jeden Fall. So, jetzt habe ich auch noch. Lucky Looter, macht das Sinn? Nee. Ja. Wir kriegen noch genügend Punkte. Ja, ich weiß. Meiner 69er schon mal. Hm. Erstmal ein schönes Zuhause suchen, würde ich sagen. Na, ich mach erstmal Motherload und dann meiner 69er hinterher. Okay. So, Bogen ist habe ich angesetzt. Die 54 Federn, die man zum Start kriegt, habe ich rausgenommen. Also habe ich durchgecraftet zu feilen. Achso, Stone Arrow. Und da fehlt mir was? Ja. Fehlt mir denn da? Federn. Nee, du müsst 54 Federn bekommen haben in der Starterkiste. Nö. Du hast keine bekommen. Die kriegst du. Komm her, dann teile ich. Nee, das glaube ich nicht. Die kriegst du automatisch in die Tasche. Also ich hatte viel Zeug, aber. Ich teile meine Pfeile mit dir. Da liegen sie. Danke. Direkt vor mir im Säckel. Wie ist das mit dem Craften? Kriegt man dadurch auch Skillpunkte oder XP immer noch? Ja, ne? Durchs Craften werden, glaube ich, nur Werkzeuge besser, aber so intensiv habe ich War of the Walkers noch gar nicht gespielt. Also ja, ich muss auch wieder ein bisschen reinkommen. Oh! Erstmal hier aus dem verbrannten Gebiet raus. Was ist das denn? Orangene Iron Fire Axe und eine Scrap Iron Axe. Na, du hast aber wieder Lootglück. Geht los, ne? Absolut. Hat sich die ganzen Monate angesammelt. Ich finde es aus diesem hässlichen, dunklen Gebiet rauskommen. Ja, gerne. Echt. Oh, da hinten ist. Ich hab Kolben gefunden. Ich habe Pistons gefunden, also ein Zylinder. Ach. Was ist das? Ne, Kolben ist das aus. Pistons aus dem erinnern Auto. Mich immer an Space Engineers. Immer. Ja, da hat sich anscheinend auch einiges getan, hieß es. Oh ja. So, wir müssen irgendwie Richtung Nordosten. Das heißt, die nächste, ich hoffe, die Straße macht einen Rechtsknick. Ansonsten müssten wir irgendwann mal querfeld einlaufen. Mhm. Weil in diese Richtung wird's grün. Habe ich gehört. Da krabbelt schon der erste Zombie. Ja, ich sehe die ersten hier. Aber hier scheint die Straße mehr nach geradeaus zu gehen. Wollen wir hier rechts abbiegen? Ja, können wir machen. Okay. Boah, da gibt doch XP. Ja. Pfeil nehmen wir mit und dann hauen wir hier, würde ich sagen, rechts ab. Okay. Was ist denn mit diesem, wo wir gerade bei Space Engineers waren, dieses, wie heißt es, Starbase? Starbase, ja, das kommt bald raus, ja. Das ist immer wieder ein Thema im Podcast. Ja, genau, da habe ich es her. Das wird richtig gut, glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, was Server und so weiter angeht, weil die Entwickler wollen irgendwie nicht zum Start irgendwelche Dedicated Server haben, was ich schade finde. Ja. Weil so ein... Wo bist du hin? Bist du stehen geblieben?
Achso, ich dachte, du stehst da. Ja, ich Nein. schieße gerade mal ein, zwei Jungs ab. Bin weitergelaufen. Dann helfe ich mal mit. Fabs! Also drei Schuss, dann sind die durch. Das ist ganz gut. Ja. Die Zombies sind unterschiedlich stark. Also das ist, es gibt Zombies, die gehen halt relativ schnell kaputt, relativ langsam. Ich würde sagen, wir sollten ein bisschen Strecke machen, damit wir noch ein Haus finden, bevor es... Die Texturen sehen bei mir teilweise ganz seltsam aus. Das kann sein. Da müsstest du mal in den Optionen, wenn du mal ein Stück weiterläufst, dann kann ich dich beschützen. Ja. Geh mal kurz in die Grafikoption. Da gibt es Texture Streaming. Das müsstest du mal ausmachen. Okay. Klick, Option, Video. Rechts unten ist die Option, ganz rechts unten. Und das auf Off. Oder No, ja. On, Off, ja. Und dann soll das normal aussehen. Danke. Weil hier haben uns ja ein richtig tolles Startgebiet ausgesucht. Wir haben einen super Start, alles gut. Aber weißt du, was ich nicht schlimm finde? Wenn ich jetzt allein unterwegs wäre, würde mich das schon wieder ärgern. Aber du bist dabei und von daher wird alles gut. Zweit geht das. Genau. Oh, was ist das? Oh, da vorne scheint sogar sowas. Da sehe ich schon Bäume. Siehst ja, du das sind hübsche oder? Bäume. Hübsche Bäume. Links ist eine Stadt. Die verbrannten Ekeldinger. Es könnte sein, dass wir Glück haben. Ein Polizeiauto. Ja, das ist halt, das finde ich halt in Mods so geil, weißt du, dass die haben ja jetzt mittlerweile Fahrzeuge drin und ich hoffe halt immer noch, dass die Mods dann auch coolere Fahrzeuge als nur diesen Jeep, den es ja gibt, unterstützen. Ja. Also jetzt nicht gerade das Ding, weil ich glaube, da brauchen wir ein bisschen viel Liebe. Wäre mir jetzt auch egal. Wenn es mal zum Fahren hätten, wäre das schon nicht schlecht. Stimmt, ja. Moped wäre allein schon cool. Und es gibt halt hier in Ravenhurst gibt es Läden, die, also es gibt ja den Cracking, was ist der? Crackabook. Stiff Tools, Crackabook und bla bla bla. Und hier gibt es halt auch welche, die Pacing Cars, nee, wie heißt das? Also die Werkstätten. Mhm. Oh, endlich, es wird hell. Ach, schön. Und die Geier sind hier. Naja. Wir müssen nur aus der Wüste raus. Hier fangen ja schon Bäumchen an. Das sieht ja schon wieder ganz recht normal aus. Ja, Schlange. Aber Wüste ist super für Nester, ne? Ja, ich lauf. Ja, okay. Und da gibt es dann gibt es entsprechend Bauteile. Da hast du dann praktisch so einen Fahrradrahmen oder einen Fahrradlenker oder sowas. Hast du dann direkt da drin. Das ist gut. Finde ich persönlich ziemlich geil. Oder vorne ist eine Stadt. Das ist schon mal gut. Ich will den Geier. Ja, aber ich glaube, die greifen dann nur an, sofern du verletzt bist. Also das sollte normalerweise sein. Ehrlich? Ja, ja. Oh, Hühnchen. Ich finde hier irgendwie... Oh, ein Compound Bow, ey. Habe ich es erwischt? Combo Bow und ich hab's erwischt. Baseball Bat, geil. Hast du ein Combo Bow direkt gefunden? Ja. Yep. Was ist das für ein Blutmuzzle? Das ist wie im Fleischhammer zusammen zu spielen. Hat auch mal so ein Glück. Wo hast du den drin gefunden? In so einem Säckel? Am Boden? Ja, in so einer Sporttasche. Ach ja. Ich wollte mir kurz auf den Baum einhauen. Ja. Ich mache noch ein paar Pfeile. Die Fire Axe testen. Oh yeah. Ah, ich brauche auch Holz. Ah, du hast eine richtige Fire Axe, hast du gesagt. Mhm. Aber du kriegst auch, finde ich, mit den Standardwerkzeugen recht gut Material zusammen. Okay. Aber du natürlich richtig gut. Wow! Tut er was? Der Geier? Der will nur fallen. Nee, der Baum. Achso. Oh, da hüppelt das Häschen durch die Wüste zum Zombie. Hast du noch Pfeile? Soll ich noch welche geben? Ein paar habe ich noch, ja. Okay. Machen wir gleich noch welche? Ja, machen wir mal Strecke. Arrow. Alle 66 Euro reicht, ne? Mann, irgendwo muss doch mal richtiger Wald anfangen. Das kann ja nicht so reicht fürs sein. Erste. Ich guck mal eben im Polizeiauto. Da können da bestimmt Knarren drin sein. Oh ja. Nix. Ich würde sagen, wir lassen die Zombies mal so ein bisschen aus, oder? Hier ist eine Sau, die könnten wir zusammen platt machen. Dann hätten wir was zu essen. Oh Mist. Ah, sehr gut. Das ist das Geilste, dass man die Pfeile endlich wieder einsammeln kann. Ja, hier ist eine Sporttasche. Da ist bestimmt jetzt hier der Heiser. Oh, wunderbar. Du kriegst Command Bow und ich krieg Korn. Gurkenglas. Korn, dann kannst du schön... Saufi. Können wir Bier draus machen. Also wir haben es bald schon durchgespielt. Ach so, Korn, okay.
Oh Mann, ich freue mich wieder mal richtig zusammen zu zocken. Das freut mich jetzt echt tierisch. Sollen wir denn in die Stadt? Das Hochhaus besetzen? Ja, also in der Wüste wird es wahrscheinlich ätzend, weil es dann sehr warm wird auf Dauer. Also wenn der Gebiet, wie nennt man das, dieser Staatsschutz weg ist. Ah ja. Der Staatsschutz, wenn der weg ist. Oh. Ich habe einen Mod gefunden. Hast du, wo groß deine Axt oder dein Combat-Bau? Welches Level? 2. Da müsste doch ein Modpack reinpassen, oder? Kannst du Modify? Ja. Okay, hier. Ich drop dir mal hier Blö. Hm. Kannst du einbauen. Hast du ein bisschen mehr Schaden. Nur dann nachladen wieder. Jo, cool. Danke. Nee. Also ich meine, die Wüste hat natürlich einen riesen Vorteil, weil man die Nester super sieht. Ja. Die sind ja wie... Au. Ich bin am Kaktus hängen geblieben. Kaktusen. Ich glaube, diese normalen Häuschen, ne, die können jetzt auch schon... Ich habe die Alpha 17 am Anfang ein bisschen gezockt. Mhm. Da können richtig geile Bunker drunter sein. Ja, es gibt, also es ist jetzt so, ich hatte ja einen Start in War of the Walkers hingelegt, da habe ich so eine richtig geile Hütte gefunden. Ja. Und dann gab es ein Update auf die 6.04 vom War of the Walkers und auf einmal war die Karte anders. Und ich habe verzweifelt, oh scheiße, zerstörtes, das ist nicht gut. Ist zerstörtes Biom, weil hier müsste ein kleines Stückchen zerstört. Normales sein. Oh, pass auf, warte mal, ist das hier... Wenn man den Baum glaubt. Ja, das ist irgendwie so der Übergang. Ich gehe mal davon raus, dass wir weiter Richtung Osten müssen. Oh, Exception, ja. Parameter... Habe ich gerade gekriegt. Gerade einen Fehler Osten, bekommen. Osten ist gut. Also muss dazu sagen, War of the Walkers ist noch nicht so ausgereift wie die meisten. Oh, Schlange. Au! Ich warte hier auf dich. Ja, ich komme. Wo bist du dahin? Mich hat's getroffen. Weil wir haben noch früh, ne? Wir sind ja gerade bei 8 Uhr und ich glaube, ich habe den Tag auf 120 Minuten gestellt. Sehr oder gut. Hab ich 120 also Minuten ist top. Oder 90, also ich bin mir jetzt gerade unsicher. Schlange, Hilfe! Aber ich denke mal... Oh, du hast den von ihnen erledigt. Ah ne, doch noch nicht. Patsch, patsch. Und was sie auch wieder eingebaut haben, ist, dass die Zombies, also die dieses, nennt sich das Gord, also das sind mal ein Arm wegfliegt oder ein Kopf oder so. Ah, ja. Oh, Loot! Oh, was au! Ihr verdammt sie! Oh, das hast du aber fein gemacht. Ich hab nicht schnell genug reagiert. Oh, ich war Muzzlebreaker-Schematik. Da muss ich eine Schlange. Ja. Ach komm, ey. So, ich hab mal ein bisschen gescrapped. Död. Den Geier nehmen wir noch auseinander. Warte mal, ich hab doch hier auch mal. Kriegt Stone Axe? Nee. Oh, Lockpick. Das ist gut. Ein Dietrich ist immer gut. Können wir Türen knacken. Yeah. Mm. Was ist denn das? Oh. Aber das Gebiet ist gar nicht mal so scheiße hier. Ja, aber das Problem wird, ich meine, wir können es als Übergang nutzen, aber ich würde lieber irgendwo, wo auch Bäume sind, mehr. Also hier wäre zum Beispiel Pyramide, die ist glaube ich... Ja, hier hinten sind einige Geschäfte, oder Kanada-Store oder was? Ja, aber ich würde trotzdem erstmal probieren wollen, oder wir nehmen uns direkt ein Auto. So, Osten, Südosten oder Norden und dann rechts rüber, was sagst du? Da hinten stehen ein paar Bäume, aber die stehen ja schon irgendwie schon die ganze Zeit, ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal ein Stück nach Norden und dann rechts rüber. Ja. Ich würde mich am Rande vom verbrannten Gebiet aufhalten. Scheiße. Also nicht ganz reinlaufen wegen Hunden, weißt du? Auf Hunde habe ich keine Lust. Oh, ein Humvee hier. Oh yeah. Vielleicht geht der ja noch. So eine Minigun drin. Mit 2 Schuss. Dumm. Das wäre geil, ja. Die kann man leider nicht looten hier, doch. Ja, manchmal ist der Fokus von den Autos, es stimmt nicht so ganz. Das ist ja immer bei den Mods so ein bisschen kompliziert. So. Aber diese Shared Experience ist auch geil. Ja, kann man auch einstellen vom Range, also wie weit man entfernt sein kann voneinander, dass das trotzdem greift.
Butcher's Pea. Da hinten, da wird's grün. Hier. Am Horizont wird's auf jeden Fall immer dichter, was die Bewaldung angeht. Da müssen wir jetzt einfach mal querfeld einlaufen, würde ich sagen. Also da hinten, das sieht aus, als würde hier ein... Was passiert? Ich hab was gefunden. Mal. Guck in die Autos. Mining Helm. Oh. Ja, dahinter dem, hier hinter, wie so ein Hotel, da können wir noch in die Autos gucken. Oh ja. Du hast ja die Fantasy-Mod auch gespielt, ne? Ja. Gesamtfazit? Oder? Gute Ansätze, leider teilweise. Ich krieg die nicht, diesen Fokus bei den Autos nicht. Teilweise zu. Ah, jetzt habe ich ihn. Zu wenig Quests, die einen so ein bisschen leiten, weißt du? Okay. Ich habe einen Hammer bekommen. Ja, lass uns die Zombies zurück. Lass die Zombies. Ja, ja, gibt XP, das ist gut. Ja, ja, aber ich würde sie. Wir haben. Willst du jetzt alle killen einzeln? Klar. Okay. Der geht auch fix. Oh. Müsste ich vielleicht mal einen Knüppel machen? Magst du keinen Pfeil und Bogen oder was? Nö, nee, aber nur wegen dem Nachcraften von Level 4. Craften von Pfeilen. Ja, aber du hast ja so viele Nester hier. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall. Hier ist ganz schön hell irgendwie. So, wie ist das hier hell? Ach, weil hier irgendwelche Straßenlaternen leuchten. Aber die ballern so vor die Autos. Explodieren vielleicht gleich. Oh, die sind aber nah. Geil. Hier ist so hell. Ah, das macht wieder Bild Spaß, ist so überstrahlt. Ja. Und eine Schlange kommt auch noch. Ah, die ist vor mir, die Schlange. Schon wieder ein Level up, ey. Da war die Schlange. Level 6, alter Vater. Ja, der XP ist auf 150% gestellt. Okay. Das ist nicht schlimm. Um einfach ein bisschen für ein Let's Play ein bisschen schneller voranzukommen, weil ich finde es sonst ein bisschen langweilig, wenn du da... Ja, ja. Ich hatte am Anfang die Loot auf 150%, weil ich es gewohnt war aus anderen Mods. Und dann irgendwann mal, oh, ich habe eine Scrap Iron Pickaxe und eine Scrap Iron Axe gefunden. Das ist ja nett. Oh, der hat den gefressen, ey. Bam! Das macht wieder Spaß, ey. Grocery und was ist hier noch drin? Oh. Hier sind ganz viele Getränkekisten. Bücherladen ist hier. Oh. Ehrlich? Ja, sammel du da drüben eigentlich. Ich bin völlig überladen. Ich muss erstmal gleich mal. Vielleicht skillen. Wir haben noch Punkte bekommen. Ja, dass du die Stärke skillst und dann auf den Packmule. Weil das geht sehr zügig, dass man sein Inventar komplett zumüllen kann. Und du weißt, wie wichtig das Zumüllen ist. Das können wir. Aber wenn wir nichts können, dann. Inventarmanagement nie gelernt. So. Hallo, Schlangchen. Das ist geil, die stecken in den Ritzen fest. Die Schlangenritze stecken in den Ritzen fest. Das ja. Kann passieren. Ist halt unangenehm. So. Aber irgendwo ist hier noch was. Ja, bei mir. Ach, da hinten, ja. Das knurrt. I can see it. 12 Punkte? Ja, Halleluja. Das ist doch gut. So. Ist gelootet. Ich loote jetzt aber mal auf Dings, auf. Ach, Scheiße. Packmule, dass das hier vorangeht. Okay, jetzt müssen wir hier Level 5 sein. Achtung, von der Seite, Punkte. Vorsicht, Vorsicht! Oh. Au. War schon ein bisschen zu nah, die Blöde. Aber ich habe jetzt gut hochgeskillt. Ich habe jetzt erstmal auf Packmule, damit man das Inventar vollmüllen kann. Das ist schon mal wichtig, ne? Ja, klar. Ja, ich habe jetzt nur die Unterreihe fehlt und ich habe so viele Rezepte gefunden gerade. Alter, okay. Vater. Auch 5 Millionen Doppelte. Tschum, tschum, komm.
Ja, so ein hinter bisschen dir. Achtung. Bin ich. So, Pfeile sammeln und dann muss ich mal eben skillen hier. Also. Strength. So, lecker Schlangenfleisch habe ich zusammengesucht. Mhm. Hast du den Essensladen hast du komplett gelootet? Nee, noch nicht. Okay. Ich habe jetzt so viele Rezepte einstecken, ich weiß das gar nicht. Also ich könnte jetzt die abgeben, die ich schon habe. Weißt du, dass ich dir meine Doppeln gebe. Ah, hier habe ich welche dreifach. Okay. Da eins werfe ich, obwohl die können wir bestimmt scrappen, oder? Ja. Ja, es gibt nämlich diese Scrap Points, weißt du, dieses, Magazine Lucky Looter. Okay. Können wir bestimmt lesen, oder? So, wo ist die Tante hier? Oh. Yes! Direkt den Schädel weg. Oh. Du warst im Essensladen noch nicht durch. Dann gehe ich nochmal in den Essensladen. Oder? Ja. Wir sind doch Freunde, die mit uns spielen wollen. Dann bleib liegen. Ah, Interface. Ah, da, guck mal. Was ich auch sehr entspannt in der Mod finde, ist, dass du nicht so viel Essen und so weiter verbrauchst, weißt du? Okay. Das ist ja oft in Mods so, dass du extrem viel Ausdauer verbrauchst, gerade wenn du jetzt durch die Wüste rennst. Wobei wir haben noch den Anfangsschutz, das kann natürlich auch daran liegen. Wollen wir weiter? Mhm. Oh, warte mal, Sphinx wegen Ranch. Ich habe eine. Sauber. Okay, einen Kochtopf habe ich auch, das ist schon mal gut. Wenn wir jetzt noch einen Grill finden, dann haben wir das Lagerfeuer schon mal. Achso. Alles mögliche kochen. Ich schmeiß mal eben ein bisschen Kacke weg hier. Ja, Nitrat brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das kann man aus Steinen holen. Haben wir ein Bierchen? Nee, auch nicht. Apfelsaft. Apfelsorne? Ich habe zwei Stahlschaufeln. So, super. Ich würde jetzt mal meine Rezepte geben, oder? Gerne. Pass auf. Mutti! So, dann ab Richtung Wald würde ich sagen. Ja, kommen wir jetzt, können wir ja gleich austauschen, wenn wir einen ruhigen Moment haben. Genau. Feder nehmen wir natürlich mit. Oh ja. Gute Idee. So, die Büchsen scrap ich. Das ist Samen, das ist Samen. Er hat Samen gesagt. Was? Ja, hat er. Lammel ich nicht an, was ist denn das? Zink, ah ja, ah, okay. Ja, es gibt hier Kupfer und Zink noch als an der Oberfläche, also das, das unterscheidet das. Ich erinnere mich. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was in War of the Walkers das Besondere war. Ich meine mich erinnern zu können, dass man irgendwann so einen Amboss craften musste und so ein Kram. War das das? Nee, da war der Ravenhurst mit den ganzen zigtausend Stationen, oder? Aber auch hier meine ich. Okay. Aber es ist ziemlich schemenhaft. Ich so genau. Die Erinnerung verschwindet langsam. Bist du hinter mir? Da bist du. Oh, ich loote mal jedes Auto. Ich würde jetzt mal in den Wald ab. Nein, das ist unfassbar! Was passiert? Das ist unfassbar! Was ist passiert? Warte, ich zeig's dir. Du hast schon wieder einen Combat-Bau gefunden? Nein. Oder? Oh, da fehlt der Arm. Das tut mir leid. Ein Orga. Du hast aber auch ein Loot-Glück. Ja, das war jetzt. Ey, die Autos. Ich sag's dir. So. Geiler Scheiß. So, nur Level 2. Oh, guck mal, Häuschen. Da vorne ist ein Truck. Oh ja. Und da vorne fängt's grün an. Endlich. Das nächste Ja, Spiel Schöne gewonnen. Haus das war's schon wieder. Und bis zum. Genau. Ach, nee. Bis zum nächsten Mal, genau. Ja, jetzt sei ich schon herrlich. Durch. Naja. Ja, ich würde sagen, wir sind bei jetzt knapp 30 Minuten. Das ist eine schöne Startfolge. Ja. Ein bisschen looten, ein bisschen laufen. Wir sind Richtung Biomgrenze. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns gucken, dass wir hier ein Häuschen finden. Mhm. Herr Kaiser, ich freue mich drauf. Ja, Dito, vielen Dank. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ciao. Tschüssi.